Leistungsgrad am Motor erreicht. Lass uns versuchen, die Drehzahl niedrig zu halten. Frühes Hochschalten, spätes Runterschalten. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 7,1 Sekunden. Abnutzung am MGUH hat einen kritischen Punkt erreicht. Wenn der Motor überhitzt, haben wir ein Problem. Also behalte die Temperaturen im Auge. Das Rennen gewonnen. Großartige Leistung heute.
Was für eine fantastische Leistung von Ferrari, ganz ohne Zweifel. Und Stefan Römer, teile uns deine Gedanken mit. Wie hat er dieses Resultat bloß hinbekommen? Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt zu ihrem Auto gepasst. Der Wind, die Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen die richtige Temperatur haben. Je leichter man also diese Temperatur hat, dein Auto hat sich da draußen einfach wohlgefühlt. Und nach dem Ende dieses Grand Prix ist es an der Zeit, sich zu entspannen und zu feiern. Hier kommen Sie nun, Ihre Top 3 des heutigen Tages. Thomas vergrößert den Vorsprung in der Weltmeisterschaft. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages war. Ich würde sagen Brandon Hartley. Das war vielleicht eines seiner besten Rennen in dieser Saison. Wirklich sehr beeindruckend. Das war ein gutes Rennen heute. Wie meinen Sie, ist es gelaufen? Gab es heute auf der Strecke irgendeine ernstzunehmende Konkurrenz? Heute ist für Sie alles nach Plan verlaufen. Es sah aus, als hätten Sie eine richtig gute Strategie für das... Das war heute ein gewaltiges Kräftemessen zwischen Ihnen. Wie glaubt... Danke für den Kommentar. Eine tolle Saison. Deine Leistungen waren gut und das gibt uns mehr Spielraum bei Vertragsverhandlungen. Und meine 10% lohnen sich auch mehr. Also genieß die Pause und nächstes Jahr weiter so. Ausgezeichnetes Ergebnis. Solche Platzierungen machen sich gut beim Verhandeln. Gern mehr davon. Es wird für uns Zeit, deinen Vertrag neu auszuhandeln. Hier siehst du die aktuellen Angebote. Sobald die Verhandlungen beginnen, wird dir das Team ein Angebot machen. Du kannst zwar das aktuelle Angebot annehmen, aber ich empfehle dir wärmstens, bessere Konditionen auszuhandeln. Unser Angebot wurde akzeptiert. Der neue Vertrag tritt mit dem Beginn des Rennens am nächsten Wochenende in Kraft.
Na schön, ein neues Jahr, eine neue Meisterschaft. Ich hoffe, du bist gut ausgeruht. Also mal ganz abgesehen davon, dass du ohnehin dein halbes Leben im Fitnessstudio verbringst. Legen wir los. Willkommen in Melbourne. Das Qualifying für den großen Preis von Australien sollte jeden... Okay, hoffentlich hast du heute was zum Lesen mitgebracht. Es gibt ein Problem mit der Kraftstoffanlage. Wir glauben nicht, dass es etwas Schwerwiegendes ist.